Willkommen, verehrtes Publikum. Heute ganz kurz ein Umbau wieder mal. Ich habe hier ein Roco 63723. Das ist eine BR101. Ergattert auf einer elektronischen Plattform. Recht günstig. Da gibt es sie ganz, ganz oft. Alles über 100 Euro wäre meiner Meinung nach zu teuer. Egal, was das jetzt für eine Variante ist. Ich habe jetzt hier diese Bayer Variante mit allem drum und dran. Roco-typisch ist das natürlich ein Bausatz. Guckt euch das mal an, was da an Sachen noch zu machen gibt. Das ist eine analoge Variante, wahrscheinlich noch mit Glühbirnen, mit einer alten achtpoligen Schnittstelle. Und ich habe vor, hier diese AMW-Platine da einzubauen für einen Plux 22 Decoder. Ich möchte einfach nur, dass meine roten Lichter separat abstellbar sind. Und das ist jetzt die Aufgabe. So, hier sehe ich gerade jetzt hier, da sind diese Kontaktfädchen hier für den Motor. Ich finde diese Lösung immer ein bisschen problematisch. Warum das jetzt viele Hersteller machen, ich denke mal, weil die das in der Produktion dann einfacher haben. Ich mag da eher doch lieber Kabelverbindungen. Ja. Das Ding kommt jetzt in meine Restekiste und dieses Teil hier kommt darauf. Hier muss man natürlich genau drauf achten. Hier sind die Markierungen für vorne. Da zum Beispiel Schiene links vorne, Schiene rechts vorne. Hier genau dasselbe, Schiene links hinten. Schiene rechts hinten, das heißt also, das hier ist Führerstand 1. Bei Roco ist das natürlich schön, die haben das schön markiert hier. Da steht 1, also kann man sich auch nicht vertun, das ist vorne und so wird dann auch die Platine eingebaut. Bevor jetzt die AMW-Platine jetzt auf die Lok kommt, muss ich ja erstmal diese Kontaktfähnchen für den Motor vorbereitet. Die waren auch im Lieferumfang dabei. Das sind hier so Dinge. Die werden einfach nur hier so draufgeschoben. Ich muss sie noch ein bisschen strammer bearbeiten. Und dann werden die hier festgelötet. Ich schmeiße jetzt erstmal meinen Lötkolben an und löte den Kram fest.
So, das war dann soweit okay. So sieht es dann aus. Jetzt kann ich die Platine einbauen. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt genau passen würde, weil wenn ich mir jetzt hier die alte Platine angucke, sind die Fähnchen natürlich wesentlich kürzer. Vielleicht muss ich jetzt hier die neuen Fähnchen etwas kürzen. Ich werde das einfach mal probieren. So, das ist die Lok. Erstmal ohne Drähte. Also, so wie es aussieht, muss ich die Fähnchen etwas kürzen. Die sind zu lang. Die Platine geht nicht ganz auf ihren Platz. Das liegt daran, dass die Fähnchen so lang sind, dass sie da bis ans Gehäuse kommen. Das darf auf keinen Fall passieren. Deswegen muss ich sie gleich mal mit dem Seitenschneider etwas kürzen. Jetzt hier wieder die Lok. Dann probieren wir das noch mal. Ja, das sieht diesmal viel besser aus. Die Platine liegt jetzt press auf. Jetzt werde ich nur noch die Schrauben hier rein tun. So, was mir jetzt auch noch auffällt, hier diese komischen Näschen hier, die werden wahrscheinlich zu weit hier abstehen, so dass ich das Gehäuse nicht drauf machen kann. Ich werde das mal kurz checken. Jo, passt nicht. Ja, auf der Seite gerade so, weil hier einer fehlt, aber auf der anderen Seite. Ja, passt recht. Ja, gut. Dafür habe ich ja den Seitenschneider. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt reicht. Hier komme ich nicht so richtig dran. Schraube ich das noch mal los und dann. So, jetzt werde ich nur noch hier diese Drähte hier auf diese Lötpads anlöten. Da, also da, da, da und da. So, jetzt ist die Lok eigentlich so weit, dass man das Gehäuse aufstecken kann. Sollte eigentlich funktionieren. Aber vorher brauche ich ja den Decoder. Ich habe jetzt hier diesen ESO-Lok Pilot 5, Flux 22, ein reiner DTC-Decoder. Mit dieser Artikelnummer geholt. Der Decoder.
Also kommt er jetzt hier so drauf. Da gerade, ich weiß ja nicht, ob ihr das erkennen könnt, da besteht die Gefahr, dass ich da einen Schluss zum Motorgehäuse kriege, also sprich zur Masse. Da entsteht die Gefahr, dass der Lokpilot hier abraucht. Daher werde ich das nochmal isolieren. Was mir aufgefallen ist, bei ESO sind diese Stifte wirklich extrem lang. Also ich habe das Problem jetzt schon bei meinem anderen Umbauvideo gehabt mit der BRE0405, glaube ich, war das. Da war auch eine AMB-Platine im Spiel und da musste ich auch bei dem Decoder die Stifte hier, also die Pins hier, abzwacken. Dieses Mal ist es nicht so schlimm, aber dennoch besteht die Gefahr. Deswegen werde ich das hier nochmal öffnen und hier mal Isolierband drüber kleben oder sowas ähnliches. So, ich habe jetzt mir mal so einen Streifen Isolierband zurechtgeschnitten. Werde ich jetzt einfach nur hier so drüber kleben, um einfach nur den Ärger zu vermeiden. Dann schraube ich den Kram wieder zusammen. Leute, was ich ganz vergessen habe, da ich ja hier die Glühbirnen habe und bei der Glühbirne der Rückleiter über die Masse geht, muss ich natürlich noch auf dem Gehäuse die Masse haben. Ich mache das so, ich gehe einfach nur von diesem Lötpad auf die Schraube und dann sollte ich ja die Masse haben für die Glühbirne. So, dann habe ich den Decoder wieder drauf, die Platine ist fest, hier der Motor ist isoliert. Jetzt werde ich das Gehäuse aufstecken. So, passt alles wunderbar. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. So, die Lok steht jetzt auf dem Programmiergleis. Ich werde sie jetzt mal versuchen auszulesen mit meinem Lokprogramm von ESO. Und los geht's. Das sieht schon mal gut aus. Keine Fehlermeldung. Zack, da ist sie. Ja, perfekt. Ich lasse die jetzt mal kurz laufen. Steigt schon mal kein Rauch auf. Das ist schon mal sehr gut. Und vorwärts. Das ist Stufe 1. Ich habe noch nicht eine Lastregelung gemacht. Gucken wir uns mal die Beleuchtung an. Ich mache mal das Licht aus. So. Und F0. So, das ist jetzt vorwärts. Das ist rückwärts. Und auf der anderen Seite
Vorwärts. Rückwärts. Ja, es scheint zu funktionieren. Ich werde jetzt noch die Funktionstasten belegen und die Lok zurüsten und dann ist sie soweit. Und dann könnte ich sie auf die Strecke schicken.